Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Raspberry Pi Zero Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Stiftleisten an den Raspberry Pi Zero anlötet. Als erstes benötigen wir natürlich den Raspberry Pi Zero. Dann eine Stiftleiste, die entsprechend unserem Projekt gewählt werden sollte. Ich habe mich hier für eine stinknormale entschieden. Dann brauchen wir natürlich einen Lötkolben. Ich habe jetzt einen mit Temperaturregelung, was natürlich immer ein Vorteil ist. Dann habe ich hier noch eine Entlötpumpe, falls wir doch mal nochmal irgendwas lösen müssen, dann können wir das mit dieser Pumpe hier einfach wegsaugen. Und nicht zu vergessen den Lötzinn. Als erstes wird die Stiftleiste von oben durch den Raspberry Pi Zero durchgesteckt. Wichtig dabei ist, dass ihr je nach Projekt entweder die längeren Stifte oder die längere Seite nach oben packt oder die kürzere. Ich habe es jetzt so gemacht, dass die längeren oben sind und die kürzeren unten. Von unten werden wir das Ganze jetzt auch anlöten. Damit das Ganze einigermaßen gerade bleibt, habe ich hier nochmal eine zweite Stiftleiste drunter gelegt. So, bevor wir nun mit dem Löten beginnen, hier noch ein kleiner Disclaimer. Ich bin weder Techniker noch Elektroniker, sondern ein Laie. Ich löte selten bis nie, allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten. Beim Löten immer für ausreichend Belüftung sorgen. Lötzinn enthält meistens Blei, welches beim Schmelzen giftige Dämpfe freisetzt. Diese können zu gesundheitlichen Schäden führen und sollten deshalb, wenn möglich, nicht eingeatmet werden. Für eine feste Unterlage sorgen, also genau das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. Am besten ist es, wenn man sich vorher mit dem Lötgerät vertraut macht. Noch besser ist es, wenn man sich vorher Tutorials anguckt, wie man richtig lötet, also nicht einfach drauf loslöten, also so wie ich es gemacht habe. Ich übernehme keine Haftung bei eventuellen Schäden, die durch das Nachmachen der in diesem Video gezeigten Dinge und Vorgänge entstehen. Jegliche Vorgänge sind auf eigene Gefahr durchzuführen. Alles verstanden? Super! Fangen wir also an. So sollte das Ganze dann zum Schluss aussehen. Natürlich kriegt man das auch besser hin als ich, aber dafür, dass ich eigentlich sonst relativ selten irgendwas löte, ist das doch ganz gut gelungen. Wichtig ist natürlich, dass sich die einzelnen Lötpunkte nicht berühren, sonst gibt es einen Kurzschluss und den wollen wir nicht.
So, das war's also jetzt auch mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten einen Daumen nach unten, schreibt doch in die Kommentare und hinterlasst mir ein Abo. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht gut, schwingt gut. Tschüss.